Erträge der Volksbankstiftung für Kunst, Kultur, Sport, Umwelt und Soziales ermöglichen folgende Projekte in diesem Jahr umzusetzen. Eine neue Spielanlage auf dem Gelände des Rastatter SCDJK soll die Integration von behinderten und nicht behinderten Kindern fördern. Hier können sich die Kinder auch außerhalb des Fußballplatzes motorisch und körperlich weiterentwickeln. Wir haben vor, dass wir einfach auch verschiedene, die ganz kleine, auf dieser Anlage dann trainieren oder mit einführen. Dann die Geschwister, von denen die Fußball spielen, dass die einfach auch beschäftigt sind, wenn sie bei uns auf der Anlage sind. Und so wollen wir das einfach zusammenführen. Der Verein wächst und wächst. Fast 500 Kinder trainieren beim Rastatter SCDJK, darunter auch viele Kinder mit Handicap. Doch nicht nur der Verein wird von dem Klettergerüst profitieren. Wir schaffen mit der Lebenshilfe in Rastatt Murgtal zusammen und möchten hier einfach noch mehr Leute zu uns auf die Anlage bringen. Menschen mit Handicap und auch Menschen ohne Handicap. Mit dem neuen Klettergerüst, gespendet von der Volksbankstiftung, wird für alle Kinder eine Spielmöglichkeit geschaffen. Die Palliativkultur verbessern und weiterentwickeln. Dieser Aufgabe hat sich das Palliativteam Mittelbaden angenommen und wird nun bei ihrem Vorhaben mit einer Spende von der Volksbankstiftung unterstützt. Wie geht gutes Sterben an sich? Was kann man berücksichtigen? Das interdisziplinäre Team, bestehend aus Ärzten, Pflegekräften und Hospizarbeitern, hat in mehreren Workshops Ansätze für eine verbesserte Versorgung in den Pflegeheimen erarbeitet. Ein wesentliches Ergebnis war, dass zur Unterstützung der verbesserten Kommunikation an der Schnittstelle Heim-Hausarzt ein palliativer Behandlungsplan und Notfallplan, der Percuspe-Bogen, entwickelt wurde. Auf diesem Bogen sind alle Informationen über die medizinische Behandlung, den Umgang in Notsituationen und spezielle Wünsche festgehalten. Der Patient soll die bestmögliche Versorgung erhalten in dem gewohnten Lebensumfeld, in dem Fall im Pflegeheim. Das heißt, man möchte vermeiden, dass unnötige Krankenhauseinweisungen stattfinden. Unser Bewohner liegen uns am Herzen. Wir versorgen die Bewohner manchmal jahrelang. Und wir wollen auch bis zum Letzt den Bewohner richtig versorgen. Denn fühlt sich die Pflegekraft sicher, geht es auch dem Patienten und seinen Angehörigen gut. Und das ist schließlich das Wichtigste in der letzten Lebensphase. Was aussieht wie eine freiwillige Arbeitsgemeinschaft, ist fester Bestandteil des Stundenplans der Schüler an der Werkrealschule in Lichtental, die Bläserklasse. Vor etwa 5 Jahren verpflichtend für alle Schüler eingeführt, ersetzt sie den regulären Musikunterricht. Da wird praktisch Musik praktisch gemacht und nicht nur theoretisch. Also wir machen Musik. Von der ersten bis zur letzten Minute der Stunde. Zweimal pro Woche proben die Kinder im Orchesterverband. Außerdem erhalten sie Fachunterricht für die gewählten Instrumente. Die Kinder sind begeistert von dem Angebot. Ich bin eigentlich gelernter Sportler, habe immer gedacht, im Sport kriegst du die Kinder. Weil das ist ja irgendwas, da muss ich nichts schreiben, da kann ich mich auch mal austoben. In Musik ist es noch genialer. Die Kinder machen da meiner Meinung nach noch mehr mit. Ich habe noch eine größere Erfolgsquote. Über die Jahre steht es immer mehr fest. Und das ist das Geniale. Doch der Unterricht finanziert sich nicht von allein. Instrumente müssen angeschafft, das Personal muss bezahlt werden. Die Spende der Volksbankstiftung soll das ermöglichen. Das M10 in Baden-Baden ist ein besonderer Ort, an dem besondere Menschen aufeinandertreffen. Wir haben 4 Arbeitsplätze geschaffen für Menschen mit Handicap, die hier uns zuarbeiten in diesem Café-Restaurant. Wir haben Menschen zum Teil mit, die gehörlos sind, die in irgendeiner Form eine Art von körperlicher Behinderung haben oder auch einer geistigen. Bei gemütlicher und entschleunigender Wohnzimmeratmosphäre schmecken die badischen Gerichte besonders gut. Erst im Sommer hatte das von der Integrationsfirma Integra der Lebenshilfe Baden-Baden-Bühl-Aachen betriebene M10 seine Eröffnung gefeiert. Jetzt ist es längst kein Geheimtipp mehr und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Zurzeit werden wir also immer besser gebucht und es empfiehlt sich auch abends eine Reservierung zu tätigen, um auch garantiert einen Platz zu bekommen. Um auch im Sommer besonders vielen hungrigen Gästen einen Tisch anbieten zu können, hat die Volksbankstiftung dem Café M10 eine Außenbestuhlung gesponsert.
Freude in der Karl-Benz-Schule in Gaggenau. Sie wird vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg gefördert, um eine Lernfabrik 4.0 einzurichten. Wir haben eine Fertigungsstraße, da wird beispielhaft exemplarisch eine Handyproduktion simuliert und anhand von dieser Handyproduktion werden die verschiedenen Lerninhalte den Schülern dargebracht. Theorie war gestern, Praxis ist heute. Automatisierungstechnik und neue IT-Strukturen sollen nun im Handumdrehen praktisch erfahrbar und verständlich vermittelt werden. Durch die Lernfabrik sichert sich der Landkreis Rastatt ein Alleinstellungsmerkmal in der Berufsschullandschaft in der Region und trägt so zur Wirtschaftsförderung bei. Wir haben in unserem Landkreis eine große Anzahl weltweit agierender Firmen, die sehr innovativ, die sehr kreativ sind, aber auch im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und gerade vor diesem Hintergrund war es uns wichtig, mit der Lernfabrik 4.0 eine entsprechende Ausbildungsmöglichkeit zu schaffen, um diesen Anforderungen aus der Wirtschaft, aus der Industrie entsprechend Rechnung tragen zu können. Im Oktober 2016 soll die Lernfabrik an den Start gehen. Doch dafür sind kostspielige Anschaffungen nötig. Die Stiftung der Volksbank Baden-Baden-Rastatt leistet mit der Unterstützung dieses Projekts einen wichtigen Beitrag zu einer zukunftsorientierten Bildungsförderung des Landkreises. Einmal im Monat trifft sich die Amsel. Die Amsel ist eine Selbsthilfeorganisation für MS-Erkrankte und deren Familien, die in Baden-Württemberg tätig ist und in 61 sogenannten lokalen Kontaktgruppen organisiert ist. Die Amselgruppe Baden-Baden-Rastatt ist eine dieser 61 Gruppen. Diese Kontaktgruppen sind rein ehrenamtlich finanziert. Das Leistungsteam arbeitet ohne jegliche Vergütung. Sämtliche Aktivitäten werden über Spenden finanziert. Doch diese Spenden reichen nicht aus. Eine finanzielle Förderung muss her. Wir verwenden die Förderung zum einen für die Erweiterung unserer medialen oder multimedialen Ausstattung. Und zwar haben wir sehr, sehr viele Veranstaltungen, in denen wir Filme zeigen, Fachvorträge zeigen, auch wissenschaftliche, medizinische Vorträge haben, die eine mediale Ausstattung brauchen, die wir bisher nicht hatten und uns immer leihen mussten. Damit ist nun Schluss. Eine Spende von der Stiftung der Volksbank Baden-Baden-Rastatt soll diese Anschaffungen endlich ermöglichen. Aktuell gibt es im Kinderheim der Stulz-Schrieverschen Stiftung in Baden-Baden pro Wohngruppe nur einen Computer. Diesen müssen rund 10 Kinder und Jugendliche gemeinsam nutzen. Ganz schön schwierig, wenn dieser eine Computer dann nicht einmal richtig funktioniert. Bei den PCs handelt es sich um ausgemusterte oder gespendete Geräte, die sehr veraltet sind. Ja, wir hatten uns schon lange überlegt, uns an die Volksbank-Stiftung zu wenden, weil wir erheblichen Nachholbedarf haben in puncto PCs für unsere Kinder. Hausaufgaben machen, Referate vorbereiten, Bewerbungen schreiben. Für solche Tätigkeiten ist ein Computer unerlässlich. Die Anforderungen der Schule an die Kinder und Jugendlichen werden immer stärker. Das heißt, die Kinder müssen sich auf den Unterricht vorbereiten oder müssen Unterrichtsnachbereitung machen. Und das geschieht inzwischen halt am PC. Die teilstationären Gruppen verfügen über noch gar keine Computer, doch das soll sich bald ändern. Mit der Spende der Volksbank-Stiftung werden insgesamt 30 PCs samt Zubehör angeschafft. Das bedeutet, jede voll- und teilstationäre Gruppe erhält jeweils einen eigenen Computer. Nun, meine Damen und Herren, verehrte Gäste, geht unser ganz besonderes Dankeschön an Sie alle, die Besucher des heutigen Abends. Denn Ihr Eintrittsgeld, also Ihre ganz persönliche Spende, gibt die Volksbank Baden-Baden-Rastatt in diesem Jahr direkt weiter an folgende Einrichtungen. Altenpflege spielt in der deutschen Gesellschaft eine immer entscheidendere Rolle. Verantwortlich hierfür ist der steigende Altersdurchschnitt.
Die Bewerberzahlen in den Pflegeberufen sind rückläufig. Es gibt immer weniger Fachkräfte. Und das, obwohl die Altenpflege als einer der zukunftsträchtigsten Berufe in Deutschland gilt. Das stellt die Gesellschaft vor große Herausforderungen. Die Situation ist sicherlich so, dass es in den nächsten Jahren sich massiv zuspitzen wird, auch hier im mittelbadischen Raum. Wir merken das schon in den einzelnen Einrichtungen, dass es immer schwerer wird, Fachkräfte zu gewinnen. Deswegen stellt für uns natürlich die Ausbildung einen wesentlichen Baustein unserer Konzeptionen dar, um Menschen frühzeitig an den Beruf heranzuführen und auch letztendlich dadurch weitere Fachkräfte zu generieren. Den jungen Leuten den Beruf des Altenpflegers schmackhaft machen, keine leichte Aufgabe. Hier in der Region sind wir doch sehr stark mit der Industrie im Wettbewerb und es fällt gerade in Sozialberufen halt sehr schwierig, Menschen für diese Berufe auch zu gewinnen. Und dazu braucht es motivierte Auszubildende, motivierte Mitarbeiter, um einfach hier das Besondere des Altenpflegeberufes herauszustellen. Was das Besondere ist? Christoph Quietschau, Azubi im dritten Ausbildungsjahr, fallen da viele Dinge ein. Man hat die Nähe zu den Leuten, die man umsorgen darf. Wir sind Seelenfürsorger, wir sind alles. Wir sind einfach jemand, wir sind ein bester Freund für jemanden. Viele der Auszubildenden entscheiden sich erst spät und über Umwege für den Beruf. Christoph Quietschau hatte zuerst auch andere Pläne. Auf jeden Fall die Bundeswehr, das war damals so meine Sache. Aber dann, wo ich so erwachsen im Kopf geworden bin, habe ich mir darüber halt auch Gedanken gemacht. Und dann hieß es für mich, du musst auf jeden Fall was tun, womit du dich später auch was Gutes für deine Eltern tun kannst und halt auch für deine Großeltern. Workshops in den Altenpflegeschulen des Pflegebündnisses Mittelbaden sollen dazu beitragen, dass sich noch mehr junge Leute für den Beruf des Altenpflegers entscheiden. Ermöglicht werden diese durch den Erlös des heutigen Benefizkonzerts der Stiftung der Volksbank Baden-Baden-Rastatt. In den Workshops soll konkret herausgearbeitet werden, wie man mehr Auszubildende gewinnen kann, um dem gesellschaftlichen Wandel gerecht zu werden.